Hallo, mein Name ist Anna und bei mir dreht sich heute alles um starke Frauen aus der ganzen Welt. Drei davon möchte ich euch genauer vorstellen. Die erste starke Frau wurde gar nicht so weit weg von Leipzig geboren und hat sehr viel mit unserem Museum zu tun. Ihr Name ist Amalie Dietrich und auf diesem Foto hier könnt ihr sie sehen. Und fällt euch auf diesen Bildern hier etwas auf? Auf diesen Bildern sieht man nur Männer. Das liegt daran, dass Amalie zu einer Zeit gelebt hat, als Mädchen nur sehr kurz zur Schule gehen durften. Danach durften sie nicht studieren und haben sich oft ums Haus und die Kinder gekümmert. Amalie war aber anders. Sie ist zu Fuß durch ganz Deutschland gewandert und hat Pflanzen und Tiere gesammelt. Sie war also Forscherin und Biologin. Die gesammelten Pflanzen hat sie in solchen Gefäßen hier aufbewahrt und alles dokumentiert. Ihr ganzes Wissen dazu hat sie sich selber beigebracht. Später ist Amalie dann bis nach Australien gefahren, um dort weiter zu forschen und zu sammeln. Da sie zu einer Zeit gelebt hat, als es noch keine Flugzeuge oder Autos gab, musste sie eine sehr lange Schiffsreise machen. In Australien hat sie fast 10 Jahre lang gelebt und dort geforscht. Sie hat sehr viele Tiere, Pflanzen und auch Gegenstände gesammelt. Einige davon sind auch bei uns hier im Museum gelandet. Amalie war also eine ganz besondere und mutige Frau. Zu ihrer Zeit war es sehr schwierig für Frauen, einen Beruf zu lernen und in der Welt zu reisen. Heute hat sich zum Glück da einiges getan. Wir können in die Schule gehen und studieren und unseren Beruf selber aussuchen. Auch die nächste starke Frau, die ich euch vorstellen möchte, hatte einen Beruf, mit dem sie sehr viel bewirkt hat. Kommt einfach mal mit, es geht nach Neuseeland. Jetzt kommen wir zu unserer zweiten starken Frau. Um ihre Geschichte zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass es eine Zeit gab, in der die Menschen aus Europa die ganze Welt in Besitz nehmen wollten. Sie sind mit ihren Schiffen in weit entlegene Gebiete gefahren und haben sie in Besitz genommen. Das nennt man Kolonialismus. Auch die Insel Neuseeland war eine Kolonie, und zwar von England. Das heißt, dass die Engländer dort regiert und ihre Regeln durchgesetzt haben. Bevor die Europäer kamen, lebten in Neuseeland aber auch schon Menschen, die Maori. Sie hatten ihre eigenen Bräuche, haben eine eigene Sprache gesprochen und hatten ihre eigene Religion. Das hier ist eine Hausplanke der Maori. Sie war vorne am Haus befestigt. Viele Maori haben auch solche besonderen Tattoos getragen. Als die Engländer nach Neuseeland kamen, mussten sie diese Lebensweise aber aufgeben. Auch ihre Sprache wurde verboten. Die starke Frau, von der ich erzählen möchte, war auch eine Maori. Ihr Name war Katerina Te Haikoko Mataira. Zwar war die Zeit des Kolonialismus schon vorbei, aber sie hatte ihre Spuren hinterlassen. Katerina war schon 40 Jahre alt, als sie bemerkte, dass um sie herum ihre Muttersprache immer weniger gesprochen wurde. Alle Menschen um sie herum sprachen nur noch Englisch. Es gab keine Schulbücher, kein Radio und auch kein Fernsehen in der Muttersprache der Maori. Katerina wollte etwas dagegen unternehmen. Sie war eine Lehrerin und hat Schulbücher in der Sprache der Maori geschrieben. Später hat sie auch Schulen gegründet und so geholfen, dass die Sprache nicht ausgestorben ist. Heute sprechen wieder mehr Leute in Neuseeland Maori. Was für ein Glück! Die Sprache klingt nämlich sehr toll. Hört mal rein! Hier sind wir in Indien, einem riesigen Land in Südasien. Viele Menschen hier sind Hinduisten. Der Hinduismus ist eine Religion, in der viele verschiedene Götter und Göttinnen verehrt werden. Einige davon kannst du auch hier sehen. Jeder Gott und jede Göttin hat ihre eigenen Fähigkeiten und Aufgaben. Und über jede Gottheit gibt es unzählige Legenden und Geschichten. Ich möchte euch jetzt eine ganz besondere Göttin vorstellen, die bei uns im Museum sogar ihren eigenen Altar hat, der aus Schilfpapier gebaut wurde. Ihr Name ist Durga.
In ihrer Legende geht es darum, wie man über sich hinauswächst. Es gab einmal einen Dämon. Dieser Dämon war böse und er wollte an die Macht. Weil er häufig in Gestalt eines Büffels erschien, wird er auch der Büffeldämon genannt. Der Büffeldämon schaffte es, so mächtig zu werden, dass kein Mann ihn besiegen konnte, und er vertrieb alle Götter aus dem Himmel. Da taten die Götter ihre Kraft zusammen und erschufen Durga, die Göttin der Kraft und der Weisheit. Sie hatte 1000 Arme und in jeder Hand eine andere Waffe. Durga schaffte es so, den Büffeldämon nach einem langen Kampf zu besiegen. Und weil sie so mächtig ist, wird Durga heute in Indien verehrt. Sie ist die Göttin, die alles Schlechte in uns besiegen kann, wie zum Beispiel Neid oder Gier. Und das war auch schon meine kleine Führung über starke Frauen und Mädchen aus der ganzen Welt. Aber man muss gar nicht so weit reisen, um besondere Menschen zu finden. Auch in deinem persönlichen Umfeld gibt es bestimmt Menschen, die dich inspirieren und beeindrucken. In meinem nächsten Video dreht sich alles um sie.